Also, meine Damen und Herren, alte Klausuraufgaben, ja, das ist das, was wir jetzt hier heute machen. Und ich habe Ihnen das jetzt hier mitgebracht. Also, meine Damen und Herren, zunächst mal folgendes. Lineares Gleichungssystem ist jetzt hier gegeben. So sieht das jetzt hier dann aus. Ich empfehle jetzt hier bei so einer konkreten Aufgabe erstmal, sich alle alle Aussagen jetzt hier dann durchzulesen. Es gibt jetzt hier dann auch Fälle, wo man das nicht machen muss, wo jetzt hier dann die Antworten jetzt nicht unbedingt miteinander zusammenhängen. Aber hier hängen ja letztendlich im Endeffekt die Antworten alle jetzt hier dann zusammen. Denn die Antworten, die das jetzt hier dann gegeben sind, beziehen sich alle auf das lineare Gleichungssystem. Also Aussage A jetzt hier in dem Fall heißt, dass das lineare Gleichungssystem homogen ist. Das müssen Sie dann entscheiden, ob das der Fall ist oder nicht. Ja, Aussage B, lineare Gleichungssystem soll dann lösbar sein. Aussage C bedeutet, die Lösung des linearen Gleichungssystems ist eindeutig. Also, dass es nicht nur eine Lösung gibt, sondern dass es jetzt hier danach auch eindeutig ist. Das lineare Gleichungssystem hat keine Lösung, Aussage D, und E, keine der obigen Aussagen ist korrekt. Ja, wenn Sie wollen, können Sie jetzt hier schon mal so ein bisschen da die Antworten dann sammeln, die jetzt hier dann aus Ihrer Sicht korrekt sein sollen. Also passen Sie auf. Zunächst mal ist ja klar, wenn das lineare Gleichungssystem lösbar ist, kann dann die Antwort jetzt hier dann D nicht korrekt sein. Wenn D aber korrekt ist, kann jetzt hier dann B nicht korrekt sein. Also kommen Sie bitte jetzt hier dann nicht damit, dass Sie dann irgendwie B und D gleichzeitig jetzt hier dann ankreuzen, weil dann haben Sie auf jeden Fall zumindest mindestens ein Fehler drin, ja, eigentlich sogar zwei, na, aber gut, davon mal abgesehen. Also, na, jetzt im Endeffekt, was ist jetzt hier dann was? Also, was meinen Sie jetzt hier dann zu der Aussage A? Ist das lineare Gleichungssystem homogen? Das lineare Gleichungssystem, meine Damen und Herren, ist homogen. Wir haben jetzt hier nämlich nur Nullen auf der rechten Seite, nicht wahr? Wenn ein lineares Gleichungssystem, und ohne dass man jetzt hier dann irgendwelche Konstanten jetzt hier dann auf der linken Seite sieht. Wenn man jetzt hier aber letztendlich im Endeffekt ein homogenes lineares Gleichungssystem hat, dann ist das Gleichungssystem auch lösbar. Okay, das heißt, A ist korrekt und B ist korrekt. Und die Lösung kann allerdings nicht eindeutig sein. Warum kann die nicht eindeutig sein? Weil ich jetzt hier dann im Prinzip weniger Gleichungen habe als Unbekannte. Und das war's. Ja, also die wissen ja Bescheid, eindeutig kann die Lösung nur dann sein, wenn ich dann mindestens so viele Gleichungen habe wie Unbekannte. Ich habe jetzt hier aber weniger. Das heißt, A, B und C sind jetzt hier dann korrekt. C ist nicht korrekt, sorry, also die Lösung des Gleichungssystems ist nicht eindeutig, aber sie ist lösbar und sie ist homogen. Also A bzw. B, ja, sind jetzt hier dann die richtigen Antworten. Das war es dann schon, ja. Das sollen Sie nachvollziehen. Ich habe jetzt auch nicht gerechnet oder so, verstehen Sie? Es gibt da Leute, die fangen an zu rechnen, ja, warum? Also ich muss nicht rechnen dabei. Sagt auch nicht der Taschenrechner im Übrigen. Ja. Verstehen Sie? Das ist das, worauf, was ich jetzt hier meine. Okay, wenn Sie die Sachen kapieren, müssen Sie letztendlich im Endeffekt ja nicht rechnen. Wozu? Nächste Aufgabe. Ja, wenn Sie Fragen haben, sagen Sie mir Bescheid. Wir gehen jetzt erstmal die Aufgaben durch. Wenn ich jetzt hier dann keine Antworten von Ihnen sehe oder höre, dann oder Fragen höre, dann gehe ich davon aus, dass Sie das nachvollziehen. Meine Damen und Herren, Aufgabe 2, wenn ich jetzt hier dann das folgende lineare Gleichungssystem jetzt hier habe, mit den letzten Endeffekt mit dem Parameter A, gucken Sie sich das mal an, also da ist jetzt hier dann so ein Parameter drin. Hier ist er drin, ne? Sehen Sie ja hier. Okay, dann ist jetzt hier dann die Frage, ob das lösbar ist, ob das nicht lösbar ist, bla 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 bla. Ich kann jetzt hier zunächst mal wissen, was erkennen. Also zunächst mal 1 plus 2 ergibt ja dann 3, ne? 2 plus 3 ergibt ja dann 5. Und 3 plus 4 würde dann 7 ergeben. Das heißt, wenn jetzt hier dann 7 ergeben, also wenn hier A gleich 7 wäre, würde ja im Prinzip jetzt hier, passen Sie auf, ja, die Summe auf der linken Seite bei den ersten beiden Gleichungen jetzt hier dann die rechte Seite ergeben. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Das heißt, 8 plus 5 gleich ist ja nicht gleich 4, nicht wahr? Also das müsste jetzt hier dann, hier müsste dann eine 13 stehen, dann würde das jetzt hier dann passen. Aber ich kann jetzt hier schon mal erkennen, wenn A gleich 7 ist, gibt es jetzt hier dann zumindest mal einen Widerspruch. Ja, das sieht man hier eigentlich auch direkt schon, aber ohne, dass man jetzt hier sich mal die Antworten anschaut. Also wie gesagt, erst hier bei dieser Aufgabe, dass jetzt hier dann ein konkretes lineares Gleichungssystem sich bezieht. Erst schauen Sie, 2 plus 3 ist gleich 5, ja, okay. Das steht ja hier, hier steht eine 5, ja. Und 3 plus 4... Also wenn A gleich 7 wäre, würde dann zumindest die Summe auf der linken Seite, würde jetzt hier in dem Fall dann im Grunde genommen dann entsprechen. Aber wenn A gleich 7 ist, habe ich ja sofort einen Widerspruch. Ne? Weil dann müsste das jetzt hier auf der rechten Seite dann auch so sein. Also das ist ja hier nicht der Fall. Ja, weil ich sehe es hier schon, also ohne dass man jetzt hier dann irgendwie großartig da rumeiert. Wenn A gleich 7 ist, ist das lineare Gleichungssystem nicht lösbar. Kann man auf den ersten Blick schon erkennen. Wenn Sie das nicht sehen, ist nicht schlimm. Dann müssen Sie ja jetzt gegebenenfalls sich dann damit herumschlagen. Aber gehen jetzt erstmal die Aussagen durch. Also Aussage A, das lineare Gleichungssystem hat keine Lösung, wenn A gleich 7 ist, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, das ist eigentlich schon korrekt, ja. Wenn A gleich 7 ist, dann hat das lineare Gleichungssystem unendlich viele Lösungen.
wenn ich da einen Widerspruch drin habe, wie soll das jetzt in unendlich viele Lösungen dann haben, aber dafür, dazu gleich mehr. Für A gleich 7 ist die Koeffizientenmatrix nicht invertierbar. Machen wir gleich, für A gleich 7 ist die Determinanten der Koeffizientenmatrix 0 und dann jetzt hier dann die Aussage, die dann immer steht, ja, keine der obigen Aussagen ist richtig, A, B, C oder D, ja, okay, so, meine Damen und Herren, also E kann ja auch natürlich auch korrekt sein, ja, wenn aber E korrekt ist, können jetzt hier dann die anderen auch nicht stimmen. So, jetzt passen Sie auf. Also, ich hatte Ihnen ja schon mal gesagt, gucken Sie mal, ob Sie so einen Widerspruch vielleicht entdecken, ja, hier auf dem ersten Blick und so weiter, ja, das ist jetzt hier dann auch der Fall, das kann man jetzt hier schon sehen, wenn Sie dann keinen Widerspruch entdecken, versuchen Sie dann, um das Pivot, also um das Element A herum zu pivotisieren, das heißt, wenn Sie dann letzten Endeffekt das Gleichungssystem zu lösen versuchen, pivotisieren Sie in der ersten oder in der zweiten Zeile, beziehungsweise in der ersten Spalte und in der zweiten Spalte, also pivotisieren Sie unbedingt um dieses Element herum, ja, also das heißt, das sollen Sie dann damit jetzt wieder nicht in Berührung kommen, solange es geht. Ja? Wenn es jetzt nicht mehr geht, ist jetzt hier was anderes. Aber, ja? Okay. Also, aber Sie können ja im Prinzip, Sie haben eine quadratische Koeffizientenmatrix, meine Damen und Herren. Und aus der quadratischen Koeffizientenmatrix, wenn sie invertierbar ist, dann ist natürlich jetzt hier in dem Fall die Lösung eindeutig, meine Damen und Herren. Ja? Das sehen Sie ja im Prinzip hier schon. Und wann ist die quadratische Koeffizientenmatrix invertierbar? Eine Matrix ist invertierbar, dann und nur dann, Sie wissen ja, wenn die Zeilen bzw. Spaltenvektoren alle linear unabhängig sind oder wenn der Rang voll ist. Ne? Das ist ja hier im Prinzip jetzt eine 3×3-Matrix, also müsste das jetzt hier dann invertierbar sein, wenn der Rang 3 ist, nicht wahr? Und wenn es invertierbar ist, dann gibt es auf jeden Fall eine eindeutige Lösung. Aber wenn jetzt hier dann A gleich 7 ist, meine Damen und Herren, dann ist doch die Koeffizientenmatrix nicht invertierbar. Warum nicht? Weil dann die erste Zeile und die zweite Zeile zusammengenommen in der Summe, jetzt in dem Fall die dritte Zeile dann ergeben würden, in der Koeffizientenmatrix, ne? Also nicht jetzt im Gleichungssystem, sondern in der Koeffizientenmatrix. Damit kann, wenn A gleich 7 ist, die Koeffizientenmatrix nicht invertierbar sein. Ne? Das heißt, C ist dann korrekt, meine Damen und Herren. Und wenn A gleich 7 ist, die Determinante der Koeffizientenmatrix hier dann 0. Warum? Weil, wenn der Rang kleiner ist als jetzt in dem Fall die Zahlen- bzw. Spaltenanzahl bei einer Matrix, dann ist die Determinante per Definition 0. Das heißt, C ist korrekt und D ist korrekt. Und wenn ja im Prinzip A gleich 7 ist, dann ist jetzt hier dann auch so, dass die Matrix ja im Grunde genommen hier, also da muss ich jetzt hier nochmal auf die rechte Seite schauen, weil ob das jetzt hier unendlich viele Lösungen hat oder nicht, das entscheidet sich jetzt hier dann nicht anhand der Invertierbarkeit, ja. Also zumindest, wenn ich jetzt hier nur die Wahl habe, unendlich viele Lösungen oder gar keine Lösung, dann muss ich jetzt hier nochmal auf die rechte Seite schauen, ja. Also wie gesagt, ob letzten Endeffekt eindeutige Lösung oder nicht, kann ich bei einer quadratischen Koeffizientenmatrix durch die Invertierbarkeit entscheiden. Aber sie kann ja nicht eindeutig sein, wenn A gleich 7 ist. Jetzt, wenn A gleich 7 ist, muss ich jetzt hier dann noch unterscheiden, ob das jetzt hier dann genau eine, also sorry, ob das unendlich viele Lösungen hat oder keine Lösung hat. Nicht wahr? Und dann kann ich das jetzt hier dann tun, indem ich jetzt hier nochmal auf die rechte Seite schaue. Gucken Sie mal. Ja, das heißt, ich habe, wenn A gleich 7 ist, habe ich jetzt hier einen Widerspruch durch die rechten Seiten. Das heißt, dann kann das lineare Gleichungssystem nicht lösbar sein. Dann ist also auch A korrekt. Ja? Das heißt, C ist korrekt, D ist korrekt und A ist korrekt. Okay, unendlich viel Lösung kann das jetzt hier dann nicht haben. Alles klar, das ist jetzt hier dann also im Prinzip die Lösung zu dieser Aufgabe. Auch hier, wenn Sie das kapieren, müssen Sie nicht rechnen. Alles klar, wer das nicht kapiert, muss sich das jetzt hier damit in Pivotisierung dann halt antun. Es geht nicht anders. Aber gut. Das ist dann schon alles. Ja. Und brauchen Sie kein, wie gesagt, wenn Sie das kapieren, brauchen Sie keine 5 Minuten für sowas. Alright. Aufgabe 3, meine Damen und Herren. Simplex. Mhm. Ja, also, wie gesagt, manchmal, wenn man so eine Textaufgabe kriegt, ja, dann ist man halt am Arsch. Ja. Aber wenn man keine Textaufgabe kriegt, ja, dann, ja, dann hat man vielleicht Glück, ja. Gucken Sie mal, ich habe jetzt hier das Endtableau. Das ist jetzt hier dann das Endtableau. Eventuell, ja, mal gucken. Hier in dem Fall, ja. Vielleicht kann man das ja noch weiter sozusagen dann pivotisieren. Oder es ist eigentlich sogar vielleicht sogar das Anfangstableau. Ich habe jetzt aber nicht so viel gesagt. Also, wahre Aussagen, ja oder nein? Muss man jetzt hier dann nochmal bestimmen. Auch hier empfehle ich, wenn es sich jetzt hier auf etwas Konkretes bezieht, sich erstmal alle Aussagen zu geben. Dann vielleicht kommt man jetzt hier dann auf den Wahrheitswert der entsprechenden Aussagen vorher, wenn man zum Beispiel jetzt hier so ein bisschen dann durcheinander jetzt hier sich dann angeschaut hat.
Okay, also passen Sie auf. Basisvariablen x3 und x4 sollen jetzt in den Basisvariablen sein. Stimmt das, meine Damen und Herren? Naja, sind die Spalten sauber? Ja, das ist ja immer das, was wir jetzt hier in Anführungszeichen da hatten bei den Basisvariablen. x3 und x4 ist jetzt hier dann der Fall. x1 und x2 sind jetzt hier dann 0, nicht wahr? Dann ist jetzt hier dann x3 gleich 5 und x4 gleich 4. Damit ist jetzt hier eine Basisvariable. Also die Aussage A ist korrekt. Das sehen Sie ja hier. Das Pivot-Element hat den Wert 2 oder minus 3. Ne? Also da muss ich jetzt hier dann entscheiden, entweder A, also entweder B oder C oder gar nichts von den beiden. Ne? Also entweder B oder C oder gar nichts. Das werden wir jetzt hier nochmal entscheiden. Also, gucken wir mal, wo ist das Pivot-Element? Was ist das denn noch? Erstmal suche ich jetzt hier dann die Pivot-Spalte. Pivot-Spalte ist dort, wo jetzt hier dann die kleinste negative Zahl in der Zielfunktionszeile steht. Und das ist jetzt hier dann bei x2. Also x2 ist die Pivot-Spalte, meine Damen und Herren, nicht wahr? Und Pivot-Zeile ist dann dort, wo ich den kleinsten Koeffizienten habe zwischen rechter Seite und den positiven Elementen der Pivot-Spalte. Nicht bei der Zielfunktion natürlich. Außer, wenn ja im Prinzip jetzt hier dann die Elemente negativ sind. Also negativ kann ja im Prinzip das Pivot-Element ja nicht sein, wenn ja im Grunde genommen die rechte Seite positiv ist. Das ist jetzt hier dann ohne Beschränkung der Allgemeinheit immer der Fall. Also, das heißt, Sie sehen ja hier im Prinzip, das ist das Einzige, was jetzt hier in Frage kommt. Das heißt, das Pivot-Element ist hier. Sie sehen es ja hier schon. Das ist ja eigentlich im Prinzip das Einzige, was wir dann hätten. Na, also normalerweise müsste ich jetzt hier dann den Koeffizienten bilden aus rechter Seite und den Elementen der Pivot-Spalte. Aber ich habe jetzt hier nur ein einziges Element, was positiv ist, sodass es jetzt hier an sich dann erübrigt. Ne? Okay, also würde hier eine 2 stehen, wäre dann 4 geteilt durch 2 beziehungsweise 5 geteilt durch 2 zu rechnen und dann davon jetzt hier dann der kleinere Wert. Also dann wäre, würde hier eine 2 stehen, wäre das das Pivot-Element, aber das ist ja hier nicht der Fall. Also hier ist das Pivot-Element halt, ne? Okay, damit ist die Aussage B korrekt. Sie sehen es ja hier. Also A ist korrekt bisher und B ist korrekt bisher. C ist falsch. Das kann ja nicht korrekt sein. D, im nächsten Schritt erhöht sich jetzt hier dann der Zielwert um 5 oder um 7,5 Einheiten. Das muss ich jetzt hier dann entscheiden. Oder um gar keinen Fall. Also wie gesagt, das könnte auch sein, dass wir, also sowohl Aussage D als auch E beide jetzt hier dann falsch sind. Da muss ich jetzt hier mal schauen, um wie viel sich das jetzt hier dann erhöht. Nun, was macht, also das kann man natürlich machen, wenn man jetzt hier dann sich jetzt hier dann das nächste Simplex-Tableau besorgt. Ne? Also komplett jetzt hier dann durchrechnet und so. Aber ich muss es jetzt hier nicht machen. Ich kann das jetzt hier auch überlegen. Gucken Sie mal. Hier wird das nächste Pivot-Element dann sein. Ne? Also dort, wo die 2 ist, das wird eine 1. Wenn das jetzt hier dann letztes Endeffekt eine 1 ist, okay, hier, wird aus der 5 was? Aus der 5 wird dann 2,5, weil ich ja im Prinzip dann die Zeile durch 2 geteilt habe, verstehen Sie? Die komplette Zeile teile ich jetzt hier dann durch 2, also wird aus der 5, meine Damen und Herren, 2,5 werden. Okay, und hier steht eine 1. Und dann muss ich jetzt hier, wenn ich dann unten bin, also dort in der, ne, in der neuen zweiten Zeile, also in der neuen ersten Zeile bei den Nebenbedingungen, also die erste Nebenbedingungszeile, das ist ja die zweite Zeile im Tableau, aber die erste Nebenbedingungszeile, meine Damen und Herren, muss ich dann, dort wo eine 1 steht, also hier wie gesagt steht 2,5, da steht eine 1, muss ich dann das Dreifache von dieser Zeile zu der dazu addieren. Also das Dreifache von 2,5 addiere ich jetzt hier dann zu einer 0 hinzu. Was ist das Dreifache von 2,5? Das Dreifache von 2,5 ist 7,5. Also wird dann 7,5 zu 0 dazu addiert. Das heißt, im nächsten Schritt, meine Damen und Herren, erhöht sich der Zielwert um 7,5. Also damit ist jetzt hier dann die Aussage E korrekt. Ich fasse jetzt hier nochmal zusammen. Also A war korrekt, B war korrekt und E war korrekt. Auch dafür brauchen Sie keine 5 Minuten, wenn Sie es kapieren. Verstehen Sie, was ich meine? Sind sie klar im Vorteil. Also wer denken kann, ist im Vorteil. Muss nicht rechnen. Also nur ein bisschen halt hier plus minus mal geteilt durch und so. Aber mehr ist es ja nicht. Hm? Alles klar? So ist das. Ja. Also in dem Stil stelle ich das dann. Das ist ja auch, wie gesagt, aus den Altklausuren / Probeklausur. Hm? Okay, also ich mache da nichts Neues. So, meine Damen und Herren, Aufgabe 4, gegeben seien jetzt hier dann diese Vektoren hier. Dann wissen Sie, Sie wissen ja wahrscheinlich jetzt hier schon, wohin das kommt. Also wo das jetzt hinführt, lineare Abhängigkeit, Unabhängigkeit, bla 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 und so weiter und so weiter. Wir gehen jetzt hier mal schrittweise durch, okay? Also passen Sie auf. Der Vektor D ist eine Linearkombination aus den anderen Vektoren. Das müssen Sie ja quasi dann überprüfen. Wenn Sie das nicht sehen,
kann man das gegebenenfalls jetzt hier dann überprüfen. Aber hier kann man das schon eigentlich relativ gut sehen. Gucken Sie mal bei der Vektor, beim Vektor D, 1, 1, 1. Ja. Kriege ich das jetzt hier dann sozusagen mit A, B, C hin? Meine Damen und Herren, kriege ich das hin, ja? Also, wie kriege ich hier zum Beispiel eine 1 hin? Ne? 2 mal A beispielsweise. Wie kriege ich hier in der zweiten Stelle jetzt hier dann eine 1 hin? Naja, minus 2 mal B. Und wie kriege ich hier eine 1 hin? 2 mal C. Also ist D eine Linearkombination aus den anderen? Ne? Der hier ist eine Linearkombination aus D. Wie kriege ich das jetzt hier dann hin? 2 mal A plus minus 2 mal B plus 2 mal C ergibt den Vektor D. Wenn Sie das nicht sehen, müssen Sie dann ein Gleichungssystem aufstellen und das versuchen zu lösen. Nicht wahr? Das ist ja hier sozusagen dann einfach die Prämisse. Wenn das Gleichungssystem lösbar ist, nicht wahr? Und ne, die Lösung ist ja, Sie wissen es ja schon, wie das geht. Ich meine, aber Sie merken ja hier schon im Prinzip Folgendes, meine Damen und Herren. Vier Vektoren aus dem R hoch 3 sind immer linear abhängig. Das heißt, da muss dann mindestens einen geben, der als Linearkombination aus den anderen geschrieben werden kann. Ja, was heißt redundant? Also wie gesagt, D ist eine Linearkombination aus den anderen drei. Das ist ja hier dann nämlich der Fall. Ne? Das ist erstmal zunächst mal wahr. Ne? Das ist davon jetzt hier in dem Fall, muss ich jetzt hier dann nicht im Grunde genommen jetzt hier dann weiter begründen. Halt, ne? So, die Vektoren A und B sind linear unabhängig. Schauen Sie mal, zwei Vektoren sind linear unabhängig, dann und nur dann, wenn keines von denen ein skalares Vielfaches des anderen ist. Diesen Satz, den ich jetzt hier dann zitiert hatte, haben Sie irgendwo letztendlich im Endeffekt im Skript dann stehen. Da müssen Sie einfach jetzt hier das dann überprüfen. Ist A ein skalares Vielfaches von B, beziehungsweise ist B ein skalares Vielfaches von A? Und die Antwort ist für beide nein. Weder A ist ein skalares Vielfaches von B, noch ist B ein skalares Vielfaches von A. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel B mit irgendwas multipliziere, kriege ich jetzt hier dann niemals eine 0 hin an die zweite Stelle, außer wenn ich jetzt hier dann B mit 0 multipliziere. Aber wenn ich B mit 0 multipliziere, entsteht da hier dann keine 0,5. Also das heißt, A ist dann kein skalares Vielfaches von B. Analog wäre jetzt hier dann auch B kein skalares Vielfaches von A. Verstehen Sie, das ist alles. Also Aussage B ist, meine Damen und Herren, korrekt. Na, weder A ist ein skalares Vielfaches von B, noch B ist ein skalares Vielfaches von A. Damit sind die Vektoren linear unabhängig. Wissen Sie ja auch schon. Ne? Bei zwei Vektoren geht das. Bei drei geht das nicht mehr. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der Vektor D ist linear unabhängig. Schauen Sie mal. Der für sich alleine gestellt. Der für sich alleine gestellt. Wann ist ein Vektor linear unabhängig? Ein Vektor ist dann und nur dann linear unabhängig, wenn es nicht der Nullvektor ist, meine Damen und Herren. Ist das der Nullvektor? Nein. Also damit ist der linear unabhängig. Punkt, Ende. Fertig. Ja? Alles klar? Also Aussage C stimmt ja dann. Die Vektoren A, B, C, D sind linear unabhängig. Das ist falsch, meine Damen und Herren. Zusammengenommen. Also wenn von linear Unabhängigkeit oder Abhängigkeit die Rede ist, da gab es jetzt hier dann eine kleine Auseinandersetzung letztes Semester mit einer Studentin, die das scheinbar jetzt hier dann nicht begriffen hatte. Ich habe das jetzt hier dann versucht dann zu erklären. Und das war nämlich jetzt hier dann dieser Knackpunkt, meine Damen und Herren. Hier ist das jetzt hier dann nicht so gemeint, dass die Vektoren jeweils einzeln linear unabhängig sind, sondern immer zusammengenommen. Also wenn ich jetzt hier dann mehrere aufliste, immer zusammengenommen, meine Damen und Herren. Wenn der hier, D, eine Linearkombination aus den anderen ist, meine Damen und Herren, dann können die doch gar nicht unabhängig sein, denn Vektoren sind abhängig dann und nur dann, wenn mindestens eine Linearkombination aus den anderen ist. Also A und D können gar nicht zusammen stimmen, nicht wahr? Aber da der Vektor D eine Linearkombination aus den anderen ist, können die ja nicht unabhängig sein, die vier. Deswegen also letztendlich im Endeffekt, die sind dann immer linear abhängig und vier Vektoren aus dem R hoch 3 sind immer linear abhängig. Ja, das wissen Sie auch schon. Also Aussage D ist falsch. Und dann weiß ich jetzt hier dann auch im Prinzip, was jetzt hier dann mit der Aussage jetzt hier, dann auf sich hat. Also das heißt, ich habe jetzt hier dann die Aussagen, dass der Vektor D eine Linearkombination ist aus den anderen Vektoren A und B sind linear unabhängig und Vektor D ist linear unabhängig. Also ich wiederhole nochmal, lineare Unabhängigkeit heißt, ich muss alle skalare Null setzen, damit der Nullvektor herauskommt aus der Linearkombination. Wenn ich nur einen Vektor habe, nämlich Vektor D, also ich beziehe mich jetzt hier dann auf die Aussage C, wenn ich jetzt hier nur einen Vektor habe
und den mit einem Skalar multipliziere und der Nullvektor herauskommen soll dabei. Wann kommt nur der Nullvektor heraus dabei? Der kann nur, also dann und nur dann herauskommen, wenn der Skalar 0 ist. Denn wenn er was anderes ist, kommt aus dem Vektor D niemals der Nullvektor jetzt hier dann zustande, also der aus dem Vektor D alleine. Verstehen Sie, das ist jetzt nämlich dann der Punkt, also der Vektor D ist jetzt hier dann alleine, ja. Damit ist jetzt hier dann linear unabhängig. Nur beim Nullvektor selbst kann ich jetzt hier dann mir einen Skalar frei wählen, damit der Nullvektor aus dem, also aus der Linearkombination herauskommt. Ne? Also ein Vektor ist dann und nur dann linear unabhängig, wenn es nicht der Nullvektor ist, beziehungsweise ein Vektor ist dann und nur dann linear abhängig, wenn es der Nullvektor ist, meine Damen und Herren. Lineare Unabhängigkeit bedeutet, wenn ich eine Linearkombination bilde, müssen alle Skalare 0 sein, müssen, damit der Nullvektor herauskommen kann, müssen. Okay, wenn es so sein muss, sind die linear unabhängig. Wenn nicht, dann nicht, meine Damen und Herren. Aufgabe 5. Wir haben jetzt hier dann zwei Matrizen gegeben. Gut, also da müssen Sie gegebenenfalls ein bisschen was rechnen. Wir haben jetzt hier dann Y und X. Das müssen Sie dann überprüfen, ja. Also hier ist jetzt hier dann nichts weiter zu tun. Gucken Sie mal, wenn Y gleich 0 ist und X gleich 5 ist, ergibt sich A mal, das ist jetzt hier dann A mal B, ja. Also wenn ich jetzt hier dann das Produktzeichen weglasse, ist jetzt hier dann A mal B, ja. Dann ist es dann das hier. Zunächst mal müssen Sie gucken, ob das überhaupt geht. Ja, kann ich jetzt hier dann Matrix A mit Matrix B multiplizieren? Das geht, warum? Weil die Matrix A 3 Spalten hat, die Matrix B 3 Zeilen. Und ich habe jetzt hier dann für den ersten genauso viele Spalten, wie für die zweite jetzt hier dann Zeilen hat, nicht wahr? Also die Multiplikation geht. Da müssen Sie jetzt überprüfen, ob das stimmt. Da müssen Sie das hier dann einsetzen. Ich verrate Ihnen, das wird nicht der Fall sein. Also hier mit der 20 und so stimmt was nicht. Das werden Sie hier nochmal gleich auch merken. Ja. Müssen Sie also auch spätestens, also hier oben spätestens können Sie das jetzt hier dann erkennen. Schauen Sie mal, erste Zeile, erste Spalte, gucken Sie mal. Erste Zeile, dritte Spalte sind Sie ja hier. Erste Zeile, dritte Spalte, machen Sie hier. Erste Zeile, dritte Spalte, setzen Sie mal x gleich 5. 1 mal 1 plus minus 1 mal 1 plus 3 mal 5 sind 15 und nicht 20. Also das heißt, das geht nicht. Ja? Also das wird ja sozusagen dann falsch sein. Aber wie gesagt, das muss man jetzt hier dann durchrechnen. Ne? Ansonsten, wie gesagt, sobald ich jetzt hier dann 1 sehe, was jetzt hier dann nicht geht, das ist ja sowieso dann, das Ganze ist jetzt hier dann im Eimer. Aber ansonsten ist, wie gesagt, das jetzt hier nicht direkt jetzt hier am Anfang zu erkennen. Also der wird ja hier an diesem Bett scheitern. Vielleicht noch einen anderen, ich weiß nicht genau auswendig. Das Produkt B mal A existiert nicht. Muss mal gucken, ob das jetzt hier dann stimmt. B mal A. Also wenn ich jetzt hier dann B hat 3 Spalten, A hat 3 Zeilen. Na, die erste muss dann genauso viele Spalten haben, wie die zweite Zeilen hat. Ist nicht der Fall. Damit ist die Aussage korrekt. Das Produkt existiert nicht. C für x gleich 0 ist der Rang der Matrix gleich 1. Aha, muss man jetzt hier dann überprüfen, ob das stimmt. Also jetzt hier dann für x gleich 0 ist der Rang der Matrix B. Ja, hier, wenn das jetzt hier dann 0 ist, ist es gleich 1. Das kann man jetzt hier leicht erkennen. Gucken Sie mal. Wenn x gleich 0 ist, entsteht ja hier eine Nullzeile. Wenn eine Nullzeile entsteht, kann die Matrix jetzt hier dann, also hier, wenn es eine 3 kurz 3 Matrix ist, kann dann die Matrix keine drei linear unabhängige Zeilen dann haben, da ja im Prinzip jetzt hier dann nur höchstens zwei Zahlen jetzt in der linear unabhängig sein können. Und die beiden sind es auch. Na, das heißt, diese Zeile und diese Zeile hier als Zeilenvektor geschrieben sind linear unabhängig. Oder Sie können es jetzt hier auch aus der Spalte jetzt hier dann sehen. Diese Spalte und diese Spalte zusammengenommen sind linear unabhängig, weil weder die zweite ein skalares Vielfaches von der ersten Spalte ist, noch ist die erste Spalte ein skalares Vielfaches von der zweiten. Damit ist der Rang der Matrix schon mindestens 2. Mindestens. Verstehen Sie? Das heißt, der Rang der Matrix kann dann nicht mehr 1 letzten Endeffekt ja werden, egal was ich jetzt hier damit x mache. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Ich habe ja zumindest jetzt hier schon zwei linear unabhängige Spaltenvektoren. Wenn ich schon zwei habe, ist natürlich der Rang mindestens 2. Demzufolge kann der Rang nicht mehr 1 sein, sodass jetzt hier dann die Aussage C auf jeden Fall falsch ist. Die Matrix A mal A transponiert ist für alle Y symmetrisch. Die Aussage ist korrekt. Ich habe das jetzt hier schon bewiesen. Nicht wahr? Also A mal A transponiert ist immer symmetrisch.
Hatten wir auch gezeigt. Schauen Sie das jetzt hier nochmal in den Folien an. Ich habe das jetzt hier einfach nur nochmal abgefragt. Also hier ist es einfach nur mal abgefragt. Die Matrix ist A mal A transponiert, ist immer symmetrisch, unabhängig von den Einträgen von A, meine Damen und Herren. Das sollten Sie jetzt hier dann auch wissen. Wer das nicht weiß, muss es jetzt hier nochmal überprüfen. E, keine der oberen Aussagen jetzt wieder, ist korrekt. Also A war falsch, B war korrekt und D war korrekt. Das war's. Ne? Das waren jetzt hier dann die richtigen Antworten. Aufgabe 6, meine Damen und Herren. Verstehen wir alle richtigen Aussagen. Also hier ist es so, dass die einzelnen Aussagen scheinbar, vermutlich, ja, weil ich jetzt hier dann keine konkrete Aufgabenstellung habe, nichts miteinander zu tun haben. Multipliziert man eine Zeile einer 4x4-Matrix mit 2, so ändert sich die Determinante der Matrix um den Faktor 8. Hier müssen Sie also wissen, wie sich die Determinante verändert, wenn ich elementare Zeilenumformungen an der Matrix oder an eine Matrix erzielen durchführe. Es gibt ja 3 elementare Zeilenumformungen, nicht wahr? Wissen Sie sich nochmal, wie sich das... Das müssen Sie wissen, wie sich das jetzt hier dann verändert. Wenn Sie das nicht wissen, schauen Sie nochmal im Skript nach. Elementare Zeilenumformung Typ 1. Vertauschen zweier Zeilen. Wenn ich bei der Determinante 2 Zeilen vertausche, ändert sich die Determinante um den Faktor minus 1. Warum? Weshalb habe ich mit Ihnen gesprochen. Elementare Zeilenumformung Typ 2. Wenn ich die Determinante mit einer, also wenn ich in eine Zeile der Matrix mit einer Zahl multipliziere, ändert sich die Determinante genau um diesen Faktor. Das ist per Definition so. Sie erinnern sich ja, Homogenität bezüglich jeder Zeile. Typ 2. Wiederholen wir nochmal auch Typ 3. Typ 3, wenn ich ein Vielfaches von einer Zeile zu einer anderen addiere, nicht wahr? Na, das wissen Sie ja. Dann ändert sich die Determinante nicht. Also ich wiederhole, wenn ich ein Vielfaches von einer Zeile zu einer anderen addiere, ändert sich die Determinante nicht. Das hatte ich sogar bewiesen. So, was wird jetzt hier dann gemacht mit der Matrix? Wenn ich jede Zeile mit 2 multipliziere, dann ändert sich die Determinante jeweils nach jeder Multiplikation um diesen Faktor. Das heißt, ich habe dann 2 mal 2 mal 2 mal 2, weil ich eine 4x2-Matrix habe, für diese Determinante als Faktor. 2 mal 2 mal 2 mal 2 sind, meine Damen und Herren, 16 und nicht 8. Das bedeutet also, die Determinante ändert sich dann um den Faktor 16, wenn Sie bei einer 4x2-Matrix jede Zeile mit 2 multiplizieren. Alright. Also Aussage A ist schon mal falsch. Aussage B. Wenn die Vektoren A, B, C jeweils paarweise linear unabhängig sind, also A ist unabhängig von B, B ist unabhängig von C, C ist unabhängig von A, dann sind auch die Vektoren A, B, C linear unabhängig zusammengenommen. Diese Aussage ist falsch. Um das nochmal zu verdeutlichen, warum die falsch ist, überlegen Sie mal das folgende Beispiel. Nehmen Sie mal an, ich habe jetzt hier dann einen Vektor C, der die Summe aus A und B ist. Wenn der Vektor C aus die Summe von A und B ist, dann sind die Vektoren linear abhängig, alle 3 zusammengenommen. Also zusammengenommen, die 3 sind linear abhängig. Aber bei einer Summe kann zum Beispiel passieren, mal angenommen, Vektor A ist dann 1, 0, 0. Das ist mir das einfachste Beispiel, wenn Sie sich jetzt hier mal so das mal rausgreifen. 1, 0, 0, 0, 1, 0, Vektor B. Okay, Vektor C 1, 1, 0. A und B sind linear unabhängig, weil kein Vektor ein skalares Vielfaches des anderen ist. A und C sind linear unabhängig, weil auch kein Vektor ein skalares Vielfaches des anderen ist. Und B und C sind auch linear unabhängig, weil dort auch kein Vektor ein skalares Vielfaches des anderen ist. Das heißt, die sind dann jeweils paarweise unabhängig, aber Vektor C ist dann die Summe aus den ersten beiden. Damit können sie dann zusammengenommen nicht unabhängig sein, sodass das nicht immer gilt, ne, die Aussage hier in dem Fall. Okay, das heißt, aus der paarweisen Unabhängigkeit folgt nicht, dass die Vektoren dann alle zusammengenommen linear unabhängig sind. Da hatten sie auch ein paar Beispiele zu, jetzt hier dann auch bei den 4 Vektoren. Also ich gehe nochmal kurz zurück, ja, wenn Sie sich jetzt hier mal was überlegen möchten, hier zum Beispiel bei denen hier. Okay,
A und B sind linear unabhängig, B und C sind linear unabhängig, C und D sind linear unabhängig, A und D sind linear unabhängig, B und D sind linear unabhängig, C und D sind linear unabhängig. Also alle, wenn ich zwei herauspicke, sind die immer linear unabhängig, die beiden. Immer. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das mache ich jetzt hier nicht für alle durch, ja. Aber alle zusammengenommen sind linear abhängig. Das heißt, die paarweise Unabhängigkeit impliziert nicht, dass dann auch zusammengenommen die Vektoren linear unabhängig sind, meine Damen und Herren. Wenn es jetzt hier schon bei im Endeffekt jetzt hier dann auch bei diesen Vektoren jetzt hier dann der Fall ist. Also das kann man das schon als Indiz dafür werten, dass die Aussage falsch wird. Nur, dass wir uns da einig sind. Also wenn Sie da nicht sicher sind bei sowas, ich empfehle Ihnen, suchen Sie mal nach einem Gegenbeispiel. Das ist so eine Aussage, wo man vielleicht ein bisschen länger dran sitzt. Suchen Sie nach einem Gegenbeispiel. Wenn Sie ein Gegenbeispiel finden, was die Aussage widerlegt, dann haben Sie die Aussage widerlegt. Punkt. Müssen Sie jetzt hier dann nichts mehr tun. Meine Damen und Herren, Teilaussage D, addiert man eine Zeile zu einer anderen Zeile bei einer Matrix jetzt, ne? So ändert sich die determinante Matrix nicht. Das ist jetzt hier dann elementare Zeilenumformung Typ 3. Wenn ich eine Zeile zu einer anderen addiere, dann addiere ich ja auch das Vielfache von der Zeile zu einer anderen. Das ist einsfache von der Zeile jetzt in dem Fall dann zu einer anderen Zeile. Elementare Zeilenumformung Typ 3, dabei ändert sich die Determinante der Matrix nicht, meine Damen und Herren. Die Aussage ist dann wahr. Also Aussage D, ich habe jetzt hier dann C weggelassen oder vielleicht vertauscht. Aussage D ist dann wahr. Da kommt jetzt hier dann Aussage C. Also dann und nur dann ist ein lineares Gleichungssystem eindeutig lösbar. Wenn die zugehörige Koeffizientenmatrix invertierbar ist, dann muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Würde nur für quadratische Koeffizientenmatrizen gelten. Okay. Aber muss man aufpassen. Also wenn die Koeffizientenmatrix invertierbar ist, dann ist das Gleichungssystem eindeutig lösbar. Aber wenn das Gleichungssystem eindeutig lösbar ist, dann muss ja die Inverse nicht zwangsweise existieren. Die Inverse kann nicht existieren, beispielsweise, wenn ich keine Koeffizientenmatrix habe. Keine quadratische Koeffizientenmatrix habe. Okay, also wenn ich mehr Zeilen habe als Spalten, dann ist die Koeffizientenmatrix auch nicht invertierbar. Ja, daran scheitert das halt meistens. Also wie gesagt, C ist dann falsch. Ja? Wie gesagt, wenn es invertierbar ist, dann gibt es eine eindeutige Lösung. Aber wenn es eine eindeutige Lösung gibt, muss die Inverse der Koeffizientenmatrix nicht unbedingt existieren. Okay? Wenn man die Aussage aber für quadratische Koeffizientenmatrizen beschränkt hätte, ja, das heißt, Sie können jetzt hier zum Beispiel dann, also mal angenommen, es gibt jetzt hier so einen Einleitungssatz, für quadratische Koeffizientenmatrizen gilt Doppelpunkt, dann und nur dann ist die Lösung eindeutig, wenn die Matrix invertierbar ist, dann ist es korrekt. Okay, also wenn ich die Aussage jetzt hier dann auf quadratische Koeffizientenmatrizen beschränke, dann ist es korrekt. Ja. So, also Aussage D war korrekt, sonst gar keins, ja, von denen. Ich habe jetzt hier eine andere Reihenfolge hingeschrieben, aber das sollte jetzt hier dann Sie nicht verwirren. Alles klar. Aufgabe 7, meine Damen und Herren. Investition. Also, da müssen Sie ein bisschen vielleicht was rechnen. Hier die Beträge, bla 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 und so weiter. Ich verrate Ihnen, der interne Zinsfuß, also es geht jetzt so ein bisschen dann darum, der interne Zinsfuß wird 5% sein. Das verrate ich Ihnen mal. Das müssen Sie mal ausrechnen, ja? Wenn Sie das machen, ist die Investition eben dann nicht profitabel, weil der Zinssatz zu hoch ist. Sie sehen es ja hier schon bei einem Zwei-Perioden-Modell. Ist es ja dann so, wenn der Zinssatz größer ist als der interne Zinsfuß, dann ist die Investition nicht profitabel. Sie können ja hier das dann auch schon mit dem Kapitalwert der Investition dann überprüfen. Okay, also der A wird jetzt hier dann falsch sein. Interne Zinsfuß ist auch nicht 7%, wenn ich jetzt hier das dann richtig weiß. Also wie gesagt, A und B sind jetzt hier meines Erachtens noch falsch. Für keinen Zinssatz wäre eine Investition profitabel. Das ist jetzt hier dann auch falsch. Müssen Sie ja nur überprüfen, okay. Ja, also und der Kapitalwert der Investition ist positiv, ist auch falsch. Also hier gilt ja eigentlich nur die Aussage E. Interner Zinsfuß, wenn ich das jetzt hier richtig in Erinnerung habe, diese Investition war 5%. Nicht wahr? Das heißt, für 4% wäre sie beispielsweise dann profitabel. Nicht wahr? Also das heißt, da hätte ich jetzt hier zumindest einen Zinssatz, wo das jetzt hier mindestens ein, ja, wo das profitabel ist. Also alles, wo kleiner als 5% ist und größer 0, ist die Investition ja profitabel. Nachvollziehbar, meine Damen und Herren, hoffentlich, ja. Okay, also das haben Sie, wie gesagt, aus einer Antwort im Prinzip, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel einen internen Zinsfuß wissen, wissen Sie dann automatisch alle.
ne, wenn sie das kapieren. Für C ist gemeint, dass es für keinen Zinssatz die Investition profitabel wäre. Das ist ja das, wo es das dasteht, dass es keinen Zinssatz gibt, wo die Investition ja profitabel wäre. Die Aussage ist falsch, denn bei 4% wäre sie profitabel. Wenn der Zinssatz 4% wäre, wäre die Investition profitabel. Ja, dann ist nämlich der interne Zinsfuß ja größer als der Zinssatz, genau. Nicht? Also das ist ja hier dann auch im Prinzip jetzt hier dann hoffentlich nachvollziehbar. Ja. Alright, Aufgabe 8, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt hier eine Matrix, da muss man vielleicht ein bisschen was rechnen. Ab und zu kann man jetzt hier ein bisschen was dann auch mal so schauen, mal gucken, ob das jetzt hier dann irgendwie auch vielleicht anders geht und so. Ich habe jetzt hier eine Konstante drin, das dreht sich jetzt hier dann wahrscheinlich jetzt hier um die Konstante und dann muss man jetzt hier dann gucken, ob jetzt hier dann die Aussagen jetzt hier dann korrekt sind oder nicht. Jetzt passen Sie auf, der Rang der Matrix ist 2, wenn x gleich 18 ist. Gucken Sie mal, wenn x gleich 18 ist, ist der Rang der Matrix ja dann 2. Muss man jetzt hier dann überprüfen, nicht wahr? Also finde ich zum Beispiel jetzt hier dann unabhängig davon, 3 linear unabhängige Vektoren, könnten die zum Beispiel jetzt hier dann diese hier und diese hier linear unabhängig sein? Das ist jetzt hier dann die Frage, ne? Das ist jetzt hier dann vielleicht auf dem ersten Blick jetzt hier dann nicht unbedingt erkennbar. Oder die hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das dann irgendwie mal zeilenweise jetzt hier dann anschaue, ne? Gucken Sie mal, also das, ne, das hier und das hier. Ne, das ist ja vielleicht nicht unbedingt jetzt hier dann zu erkennen. Aber hier kann ich das jetzt hier dann nicht unbedingt mit einer Summe überprüfen. Also dafür müssten Sie ja beispielsweise jetzt hier dann im Grunde genommen jetzt hier dann den Rang gegebenenfalls berechnen. Ich werde jetzt das immer gleich mal verraten, aber Sie können das jetzt hier noch über die Determinante jetzt hier dann gegebenenfalls entscheiden. Das müssen Sie jetzt hier mal tun. Also ich schaue mir jetzt hier nochmal die Aussagen jetzt hier dann an. Für x gleich 18 ist mindestens ein Spaltenvektor eine Linearkombination aus den anderen. Schauen Sie mal, x gleich 18 kann man ja vielleicht jetzt hier nochmal auch herausbekommen, wenn ich zum Beispiel zweimal das hier nehme, nicht wahr? Okay, dann würde jetzt hier dann hier 18 stehen und dann das hier plus das hier. Also wir können mal vielleicht Folgendes überprüfen. Das hier plus zweimal das hier könnte jetzt hier dann im Grunde genommen jetzt hier dann diesen Vektor, also diesen vierten Spaltenvektor jetzt hier dann ergeben. Das kann man jetzt hier dann leicht schon erkennen. Also 1 plus 2 mal das hier plus das hier. Wie gesagt, sieht man jetzt hier dann vielleicht nicht auf dem ersten Blick. Ja, also das ist ja hier dann nicht unbedingt jetzt hier dann zu erkennen, dass das jetzt hier dann dieser Spaltenvektor hier in dem Fall Linearkombination der anderen ist. Wenn Sie sich aber nicht sicher sind, ja, also in dem Fall, wie gesagt, wenn Sie sich nicht sicher, kann man das über die Determinante dann bestimmen. Okay, also man kann das jetzt hier in dem Fall über die Determinante dann ausrechnen. Ich werde das jetzt hier gleich nochmal dann auch nochmal überprüfen. Also vielleicht jetzt hier noch sonst mal eine Aussage D. Gucken Sie mal. Ja, wie gesagt, also die Determinante der Matrix ist ungleich 0, falls x gleich 18 ist. Also hier scheinbar ist es jetzt hier dann so, dass wenn die, passen Sie auf, das kann man hier vielleicht schon mal erkennen, wenn x gleich 18 ist, dass die Determinante dann 0 sein soll. Über die Spalten sehe ich das jetzt hier dann nicht direkt. Nicht wahr? Das kann man jetzt hier dann nicht sehen. Aber gegebenenfalls vielleicht über die Zahlen. Gucken Sie mal, wenn hier 18 steht. Ja, sieht man vielleicht das jetzt hier dann auch. Ne? Also gegebenenfalls. Das ist jetzt hier dann nicht immer sozusagen jetzt hier dann sichtbar. Wenn hier dann 18 steht, ne? Sie sehen es ja hier schon, ja. Kann man ja gegebenenfalls darauf kommen, dass jetzt hier dann die Determinante der Matrix ja 0 sein soll. Und wenn die Determinante dann 0 ist, ne, dann ist natürlich jetzt hier dann mindestens ein Spaltenvektor eine Linearkombination aus den anderen. Das ist ja hier dann auch klar. Das kann man jetzt hier dann auch schon gegebenenfalls dann noch nachkonstruieren. Das ist ja hier im Prinzip dann nicht mehr weiter problematisch dann, ja. Kann man aber, wie gesagt, danach konstruieren. Also, wie gesagt, das müssen Sie jetzt hier dann nicht tun. Ich würde das jetzt hier dann empfehlen, das jetzt hier einfach nochmal zu überprüfen mit der Determinante. Da weiß man das jetzt hier dann auch schon. Wenn ich nämlich jetzt hier dann 18 habe und die Determinante tatsächlich 0 sein sollte, wie gesagt, vorausgesetzt, ich habe das jetzt hier richtig gerechnet, wenn jetzt hier dann für x gleich 18 die Determinante tatsächlich 0 sein sollte, nicht wahr? Dann kann es ja nicht sein, dass die Spaltenvektoren für alle x jetzt hier dann linear unabhängig sind. Und dann ist es jetzt hier dann auch so, dass bei x gleich 18 mindestens ein Spaltenvektor eine Linearkombination aus den anderen ist. Rang der Matrix kann ja nicht 2 sein, wenn beispielsweise jetzt hier dann die ersten drei Vektoren hier, die hier linear unabhängig sind. Das ist jetzt hier dann aber auch scheinbar der Fall. Okay, also vorausgesetzt, ich habe jetzt hier dann richtig gerechnet. Meine Damen und Herren, Aufgabe 9, hier mal wieder
Letzte im Endeffekt dann nicht zusammenhängende Fragen. Multipliziert man jede Zeile eine 3×3-Matrix, ändert sich die Determinante um den Faktor 8. Das ist korrekt. Wenn ich die erste Zeile mit 2 multipliziere, wird die Determinante zweimal so groß. Wenn ich die zweite Zeile auch mit 2 multipliziere, wird die Determinante auch zweimal so groß. Wenn ich dann jetzt in dem Fall die dritte Zeile auch mit 2 multipliziere, wird die Determinante auch zweimal so groß. 2 mal 2 mal 2 sind 8, also das ist jetzt hier dann korrekt. Aussage B, dann und nur dann ist ein lineares Gleichungssystem lösbar, wenn die zugehörige Koeffizientenmatrix invertierbar ist. Das ist jetzt hier dann, meine Damen und Herren, nicht der Fall. Okay, also damit sie lösbar ist, muss sie nicht invertierbar sein. Wir können auch unendlich viele Lösungen haben, nicht wahr? Ja, da muss man jetzt hier ein bisschen aufpassen. Okay, egal, ob jetzt hier dann die quadratische Matrix, Koeffizientenmatrix quadratisch ist oder nicht. Das ist jetzt hier dann also nicht korrekt. Wenn sie invertierbar ist, ist es natürlich lösbar. Aber wenn sie lösbar ist, muss es nicht invertierbar sein. So. Also Aussage B ist falsch. Aussage C. Zieht man eine Zeile von einer Matrix von der anderen ab, so ändert sich die Determinante um den Faktor minus 1. Falsch. Warum? Wenn ich nämlich jetzt hier dann, meine Damen und Herren, das minus 1-fache von einer Zeile zu einer anderen hinzu addiere, ne, dann addiere ich ja im Prinzip das Vielfache von einer Zeile zu einer anderen. Und wenn ich das Vielfache von einer Zeile zu einer anderen addiere, dann ändert sich die Determinante, meine Damen und Herren, nicht. Ja, also Aussage C ist falsch. Die Determinante ändert sich nicht bei elementarer Zeilenumformung Typ 3. Dann und nur dann sind die Vektoren A, B, C linear abhängig, wenn alle Vektoren sich jeweils als Linearkombination der übrigen darstellen lassen. Das ist falsch. Es müssen ja nicht alle sein, sondern nur mindestens einer. Manchmal geht es jetzt hier auch nicht. Also wenn beispielsweise der Nullvektor dabei ist, ne, sind die Vektoren ja linear abhängig. Nicht wahr? Aber es kann ja sein, dass zum Beispiel jetzt hier dann nur der Null, also wenn C zum Beispiel der Nullvektor ist, kann aber trotzdem dann sein, dass der Nullvektor jetzt in dem Fall dann nur dann herauskommt, wenn A und B jetzt hier in dem Fall jeweils mit 0 multipliziert werden. Verstehen Sie? Ja? Also das ist sozusagen jetzt hier dann letztem Endeffekt war der Fall. Oder beziehungsweise stellen Sie sich mal vor, kann ja dann sein, dass aus A und C, wenn C jetzt hier dann der Nullvektor ist, der Vektor B jetzt hier dann nicht konstruiert werden kann, weil die Vektoren A und B linear unabhängig sind. Das heißt, es muss nicht sein, letztem Endeffekt, dass, meine Damen und Herren, alle Vektoren immer Linearkombinationen aus den übrigen sind, sondern nur mindestens eine. Also wenn das jetzt hier dann der Nullvektor ist, ist das hier dann auf jeden Fall eine Linearkombination. Aber wenn C jetzt hier dann der Nullvektor ist und A und B linear unabhängig sind, dann kann ich jetzt hier im Prinzip dann aus A und C zusammengenommen jetzt hier dann den Vektor B nicht konstruieren gegebenenfalls, ja, deswegen, also das ist jetzt hier dann nicht unbedingt jetzt hier dann der Fall, dass dann alle Vektoren als Linearkombination der übrigen jetzt hier dann darstellbar sind, sondern nur mindestens eine, also mindestens eine auf jeden Fall, aber nicht unbedingt alle, meine Damen und Herren. Aussage D ist also falsch. Und eine Summe von Vektoren stellt stets eine Linearkombination der Vektoren dar, das ist korrekt, einmal A plus einmal B, was jetzt hier dann A plus B ist, ist dann immer eine Linearkombination. Nicht wahr? Also wir hatten jetzt hier dann Aussage A, was korrekt war, und Aussage E, was korrekt war, und die anderen waren ja falsch. Ne? Lineares Gleichungssystem, damit sie lösbar ist, muss die Koeffizientenmatrix nicht invertierbar sein. Wenn sie invertierbar ist, dann ist sie sogar eindeutig lösbar. Aber wenn sie lösbar ist, muss sie nicht invertierbar sein. Das hängt dann auch von der rechten Seite ab, ne? Wenn ich unendlich viele Lösungen habe oder nicht. Zieht man eine Zeile von einer anderen Zeile ab, dann addiere ich ja das minus 1-fache von einer Zeile zu einer anderen, sodass sich die Determinante dann nicht verändert. Und ich fasse jetzt hier nochmal zusammen. Wenn zum Beispiel C der Nullvektor ist, dann kann ich zwar natürlich C aus den anderen beiden jetzt hier dann darstellen als Linearkombination, aber wenn C der Nullvektor ist und A und B linear unabhängig sind, kann ich jetzt hier dann den Vektor B beispielsweise nicht aus A und C zusammen jetzt hier dann konstruieren. Das ist ja hier damit dann widerlegt, na, die Aussage. Also, die Aussage D wäre korrekt gewesen, wenn jetzt hier dann gestanden hätte, mindestens eine und nicht alle. Okay, also dann und nur dann sind die Vektoren A und B, A, B, C linear abhängig, wenn mindestens eine sich als Linearkombination der anderen darstellen lässt. Mindestens eine, aber nicht unbedingt alle. Aufgabe 10, das ist jetzt hier dann die letzte. Also hier geht es jetzt hier dann wieder um Thema Finanzen, positiver Zinssatz und so weiter und so weiter. Das ist jetzt hier dann
ich sag jetzt mal, ja, auch mehr oder weniger zum Verständnis. Der Barwert einer Zahlung ist stets größer als der Zukunftswert. Naja gut, wenn ich die Zahlung abzinse, ist es doch kleiner beim positiven Zinssatz. Also damit ist die Aussage falsch. Ja, wenn ich die Zahlung abzinse, wird der Betrag, den ich dann bekomme, kleiner sein. Nicht wahr? Dann würde ich jetzt sie dann weniger bekommen, wenn ich jetzt sie dann das Geld anlege später, als wenn ich jetzt sie dann, wenn ich das jetzt sie dann tue. Ein Betrag in Höhe von 200.000 kann bei einem positiven Zins mit Zahlungen von 50.000 pro Jahr am Ende des jeweiligen Jahres innerhalb von 4 Jahren vollständig getilgt werden. Also wenn ich jetzt sie dann jedes Jahr 50.000 zurückbezahle, bin ich nach 4 Jahren schuldenfrei. Wenn ich jetzt sie dann 200.000 als Kredit hole, nein, dann bin ich noch nicht schuldenfrei, da wäre ich jetzt nicht schuldenfrei, weil sich jetzt dann die Restschulden jetzt dann verzinsen. Und durch den Zinseszins, meine Damen und Herren, ist es dann so, dass sich jetzt dann die Restschuld jetzt hier dann erhöht. Ja, also das heißt, nach 4 Jahren bin ich nicht schuldenfrei, müsste das jetzt hier dann mit der Annuitätenformel, also wenn Sie wollen, können Sie das jetzt hier dann auch machen, aber wenn Sie wollen, können Sie das jetzt hier auch mit der Annuitätenformel danach rechnen, ja, welchen Betrag man dafür bräuchte, okay? Bei 100.000, wenn Sie das jetzt hier nach 3 Jahren tilgen, ob das jetzt hier dann stimmt oder nicht, kann ich jetzt hier dann erstmal auf den ersten Blick nicht sagen, ob Sie dann mit 36.700 Euro jährlich, ja, also am Ende des jeweiligen Jahres jetzt hier dann nach 3 Jahren vollständig jetzt hier dann schuldenfrei sind. Um das zu überprüfen, müssen Sie das dann mit der Annuitätenformel dann bestätigen oder widerlegen. Ja, das kann ich jetzt hier dann auf dem, also im Kopf jetzt hier dann nicht sagen. Das gilt jetzt hier dann zu berechnen, meine Damen und Herren. Aussage D. Bei verstetiger Verzinsung sind die Wachstumsfaktoren stets kleiner als bei diskreter Verzinsung. Auch das ist falsch. Sie erinnern sich jetzt hier an effektiven Jahreszins. Wäre das der Fall, wäre der effektive Jahreszins nicht größer als im Übrigen jetzt hier der Nominalzinssatz. Aber das ist jetzt hier dann nicht der Fall, meine Damen und Herren. Das sollten wir jetzt hier dann auch nochmal wissen. Ja? Also bei stetiger Verzinsung. Ja? Steigt aber nicht ins Unermessliche, dann die Wachstumsfaktoren konvergieren. Ja, hatten wir auch schon gesehen. Und das war es dann schon. Also richtig war vielleicht C, ne? Im Prinzip, also je nachdem, da muss ich jetzt hier dann rechnen. C, also wie gesagt, das Einzige, was korrekt sein könnte, wäre C. Das muss ich jetzt hier mit dem Taschenrechner überprüfen. Wenn das jetzt hier dann nicht 36.720 bla 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 ergibt, sondern was anderes, dann ist es halt falsch. Ja, ansonsten, wie gesagt, ja, muss ich jetzt hier in dem Fall dann, also wenn C falsch ist, muss ich dann eh ankreuzen, aber scheint jetzt hier dann so zu sein, dass dann die Aussage C, meine Damen und Herren, korrekt ist. Das war's, meine Damen und Herren, jetzt hierzu.